Okay, Andreas Küttel ist bei uns, noch amtierender Weltmeister und am Ende seiner Karriere angelangt. Wie ist das Gefühl, wenn man dann nach dieser Entscheidung, die man getroffen hat, dann hierher fährt? Ja, mir war es wichtig, das schon vorher zu kommunizieren, weil ich eigentlich schon gedacht habe, dass die ganze Saison durchspringe, aber seit zu Zakopane habe ich gemerkt, dass die Energie reicht eigentlich auch noch wirklich voll bis Oslo und da möchte ich auch hier abschließen. Und ich bin auch, denke ich, ein bisschen befreiter jetzt und denke, es ist auch eine wirklich tolle Plattform hier mit dem Ambiente, mit auch jetzt ein bisschen besseren Sprüngen auch so abzurunden. Und wie lässt sich jetzt hier die Schanze springen? Wie ist das Gefühl? Ja, sie ist hervorragend präpariert. Es hat ein bisschen leicht von vorne, leicht von hinten, also wie es beim Skispringen normalerweise zu und her geht. Also ich denke, man muss auch ein bisschen Glück haben, zum ganz vorne dabei sein. Aber man hat es selber in der Hand von den Sprüngen her und es ist eine tolle Anlage. Die große sowieso, aber das ist dann erst nächste. Ja, und jetzt ist ja so, du hast es ausgesprochen und hast du dir irgendwas überlegt? Willst du hier noch irgendwas machen, was Besonderes? Oder willst du einfach deinen letzten Sprung genießen? Ja, da kommen genug Emotionen zusammen auf der großen, denke ich mal. Und ich habe schon noch ein, zwei Sachen geplant, aber es soll auch ein bisschen überraschend sein. Okay, dann sind wir gespannt. Vielen Dank und viel Glück dafür. Danke.